Meine lieben Freunde, es ist endlich passiert. Krass Klassenfahrt und Revinzeit haben ihre Kräfte vereinigt, um gemeinsam die beste Folge Krass Klassenfahrt aller Zeiten zu produzieren. Regie, bitte einmal Licht. Danke dafür, liebe Regie. Leute, ihr seht es hier schon auf dem Thumbnail. Wer hat was mit der Lehrerin? Folge 12 von Krass Klassenfahrt, meine Freunde. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe die erste Folge schon bei Simon damals in Madeira geschaut, meine Freunde. Und jetzt geht es hier los mit der zweiten Staffel von Krass Klassenfahrt. Und ich bin so dermaßen gehypt, was jetzt dahinter steckt, meine Freunde. Wie unsere Rolle da tatsächlich reingewuschelt worden ist. Ich möchte mich jetzt gar nicht durch die Kommentare spoilern lassen, meine Freunde. Sondern das, was jetzt hier auf uns gemeinsam zukommt, einfach nur genießen. Ich bin gespannt. Let's go. 17 Minuten volle Eskalation. Erstmal was zu essen bestellen. Das geht natürlich vor an der Stelle hier. Sehr gut. Zusammen finden wir irgendeine Lösung die nächsten Tage. Ja. Oh oh. Stanley. Oh nein, Alter. Zeus wollte sich ja das Leben nehmen, Leute. Und Georgs Pimli ist zu klein. Auch bei der Höhe, wie gesagt, Zeus würde sich maximal das Bein brechen oder ja, vielleicht eine schwere Behinderung davontragen. Aber wenn man da sterben möchte, Zeus, also du hättest ein bisschen höher klettern müssen. Alles klar, Digga! Zeus, ich hab noch alles. Hier ist Kenneth! Du kannst dich doch jetzt nicht umbringen! Wir könnten ja wahre Freunde werden! Ach du Scheiße, Alter. Was geht denn jetzt bitte ab? Das ist ein Angebot. Ja, wer kennt's nicht? Wenn sich jemand umbringen will, läuft man einfach hoch und sagt: Ey, warte mal, wir können doch beste Freunde werden und außerdem musst du ja gar nicht springen, weil nämlich, komm doch mal da runter, wir sind jetzt beste Freunde. Okay. Georg, ich wusste gar nicht, dass du so ein kleines Ding hast. Leila, ich will mich trennen. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Geschichte, dass man sich trennen möchte, wenn die eigene Freundin über die Länge des Penises lacht. Glücklicherweise ist mir das noch nicht passiert, weil ich tatsächlich niemand meinen Penis gezeigt habe. Also, ich hatte noch keinen Sex. Das ist schon echt ein bisschen asozial von Leila, muss man hier an der Stelle sagen. Der arme Georg, wirklich. Also, der arme Georg. Das tut man so einem Menschen nicht an. Also, egal wie klein er ist, ja, geritten werden kann er trotzdem. Das gilt auch für Pferde. Also laut Statistiken ist mein Glied im erregierten Zustand eigentlich sogar 13% über dem Durchschnitt. Also lasst euch gesagt sein, generell über den nackten Körper des Partners zu lachen ist, glaube ich, meistens nicht so die beste Idee. Da oben ist sie. Leute, und jetzt kommen wir zur wichtigen Szene. Vorne ist rechts. Die zieht sich gerade um, oder? Ja, das ist eine Weinflasche, das muss raus sein. Leute, es hat so viel Spaß gemacht, das zu drehen, Alter. Wenn man sich überlegt, wir haben da wirklich, also eigentlich sollten wir eine ganz andere Rolle spielen. Und Frau Ostermann hat sich in dem Moment zufällig umgezogen und da lag zufällig ein Fernglas und dann haben die das zufällig gefilmt. Im Drehbuch stand was komplett anderes, ne? Also das, ja. Das ist so geil, die ist so geil. Das ist meine, ey. Kevin, jetzt. Boah, nice. So. Auch der Move mit der Sonnenbrille durch ein Fernglas zu gucken, schaut auf jeden Fall da an mich, das macht absolut Sinn. Geil, ey. So. Boah, du Mäuschen. Ich bin so verliebt. Schau mal da ans Fenster ran hier. Entschuldigung, ihr seid ja keine Schüler der Klasse 12b oder Lehrer, deswegen, warum seid ihr hier? Wir sind Sanitäter. Wir sind Sanitäter. Ja, gut, Kevin, dass du deinen Text an der Stelle auswendig gelernt hast. Heizung und Sanitär, wir haben ja auch ein Messgerät dabei, wir kümmern uns um die Heizung, ist ja kaputt. Ja. Okay, und dann... Ja, also wir machen das mit den Heizungen hier so. Ihr seid doch... Nein, ihr seid doch YouTubers! Du bist doch Revi Inside. Es heißt Revi Inside. Und du bist Orange Morange. Ich gucke all eure Videos, die sind super. Ich schreibe immer Erster. Ja, wir sind eigentlich wegen der Heizung, wie gesagt. Genau so ist es tatsächlich, wenn man euch auf der Straße trifft, ist es nie was anderes. Genau das sagt ihr dann auch zu einem tatsächlich. Fotos machen? Ja, klar. Könnt ihr eigentlich schon von YouTube leben? Dank des Creator-Code Revi Inside kann ich sehr gut von YouTube leben. Nutzen wir den Fortnite weiterhin. Dankeschön. Nee, das Die Heizung. Genau, ja. Bilder. Okay. Und dann noch ein Gruß und eine Sprachmemo. Ja, machen wir alles. Super. Frau Ostermann ist die hier. Weil hat der Tipps, wie man YouTuber werden kann? Ja, die Frau Ostermann ist die hier. Also
Ihre Heizung, die rostet die Heizung, deshalb vielleicht... Also, dann hole ich jetzt raus, ja, ja. Mann, schnell. Zeus, du hast es ein ganz... Das war auf jeden Fall ein wichtiger Shot. Den wird sich Orange Morange an der Stelle hier wahrscheinlich nochmal ausdrucken und ins Wohnzimmer hängen, dieses Bild hier. Denn da sieht man Frau Ostermanns Booty drauf. An der Stelle, Kevin, was hast du eigentlich von Frau Ostermann noch nicht gesehen? Grüße gehen raus. Frau Ostermann, Sie müssen schnell mit runterkommen. Ich muss Sie Ihnen jemand zeigen. Alter. Ihr zwei... Bleib kurz hier, ne? So, jetzt Zeus, setz dich da kurz hin. Klar, du wolltest dich eben noch umbringen, aber wenn der Kenneth sagt, ich muss mit kurz, dann komme ich auch kurz mit. Kenneth ist auch echt mein Lieblingsschüler, also da gehe ich auch kurz mit runter. Zeus, versuch dich in der Zeit einfach nicht umzubringen, danke. Klar, mach ich. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich dachte echt, dass ich es nicht mehr verdient habe zu leben, aber zum Glück ist jetzt endlich mal jemand für mich da. Ja. Das Gespräch mit Frau Ostermann und Anastasia hat echt gut getan. Ja, Leute, denn ihr wisst, man misst ja seinen Stellenwert in dieser Gesellschaft nur anhand seiner Instagram-Follower und anhand dessen, was Instagram sagt. An der Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir hier einfach auf Instagram, auf Instagram einfach reinfolgt. Peace out an euch alle. Dankeschön. Das sind die. Genau. Das sind Star-YouTuber und die wollen hier die Heizungen reparieren. Hallo. Ja, klar. Ich Star-YouTuber da als Heizungs- und Sanitärfachmann nebenbei noch. Also ich habe mir noch ein zweites Gewerbe aufgebaut, Leute. Falls ich mal... Ach, ich will den Witz jetzt nicht spoilern. Schaut euch einfach selber ran. Wir sind klein, aber ich muss hier ein Rohr oben verlegen. Das ja, für den Witz gibt es auf jeden Fall den Grimme-Preis 2018 bis 2039 für mich jedes Jahr verliehen. Danke dafür. Dankeschön an mein Autorenteam und danke an mein kreatives Gehirn, das einfach so einen arschgeilen Witz auch spontan gerissen hat. Ganz tolle Nummer. Das ist kaputt, das... Hallo Frau Ostermann. Hallo Frau Ostermann. Genau. Und die wollen die Heizung reparieren? Ja, wir hätten gerne ein Date. Ich hätte gerne ein Date mit Ihnen. Ich will auch ein Date. Also ich war zuerst mit dem Date ich da. Will auch also ein Date. Ich hätte gerne echt ein Date mit ich Ihnen. Ich finde Sie mega schön. Also ich kenne Sie von Insta. Kein Date. Aber ja. wir könnten ja ein Quiz machen, in dem die beiden gegeneinander antreten und dann herausgefunden wird. Ich weiß alles über Sie. Ich weiß alles. Wer das Date ja, mit oder? Ihnen hat, Frau Ostermann. Ich meine, wir sind ja auch... Aber ich bin der extra, Schönere und auch wir sind clever, extra jetzt hier hingekommen, also... Ja. Ich will es mal probieren mit einem Quiz. Ja. Ja. Das ist halt so schizophren, weil eigentlich sind wir Feinde, aber eigentlich freuen wir uns auch. Ich habe keine Ahnung. Wir sind schizophren. Kenneth, wie soll das Quiz denn eigentlich funktionieren? Wir holen, Alter. So, und schon kommt auch Georg gerade aus der Tür gelaufen, der gerade zufälligerweise mit seiner Freundin wegen seinem kleinen Penisschluss gemacht hat. Und jetzt wird's richtig brisant. Mega Bock auf mich auch, oder? Sie gucken mich die ganze Zeit an. Ich guck dir nicht heiß drin aus. Ich hab nicht das auf mich. Was soll denn? Nein, ich hab meine... Georg! Komm mal her, Georg. Das hier ist Georg, der schlauste Mensch, den ich kenne. Hey, Georg. Georg, wir machen ein Quiz. An der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf den Revigern-Kanal verweisen, der hier unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, meine Freunde. Da werden nämlich jetzt die folgenden Reaktionen auf Krass-Klassenfahrt und auch auf die nächste Folge kommen, in der noch was ganz, ganz krass passieren wird. Also bleibt ihr da auf jeden Fall dran. Abonniert den Revigern-Kanal ganz unten in der Videobeschreibung, meine Freunde. Ich küsse eure Augen. Weiter geht's. Wer mit Frau Ostermann ein Date haben darf. Mhm. Und du musst jetzt die Fragen stellen. Und zwar am besten zum Thema Liebe. Also da weiß ich alles drüber. Ich werde gewinnen. Ich werde safe gewinnen. Ich gewinne. Okay. Könnt ihr jetzt mal ganz kurz hier oben abstimmen, meine Freunde. Was denkt ihr, wer das Ding jetzt tatsächlich gewinnt? Ohne die Folge schon gesehen. Da oben vielleicht. Ich habe da irgendwo in der Ecke. Wer hat gewonnen? Was glaubt ihr? Wie heißt die Stadt der Liebe? Köthen. Nein. Ja, das ist auch wieder ein super Witz, den ich vorher zu Kevin gesagt habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass Kevin wirklich der Meinung ist, dass da, wo Uwe Ritter herkommt, auch die Liebe entspringt. Tatsächlich gar nicht so fernab, denn Köthen ist für mich die Stadt der Liebe. Nein, bist du dumm? Das ist falsch. Paris, das ist Paris, oder? Richtig. Das ist Paris. 1-0 für Revi Insight. Stark. 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 Du musst jetzt die nächste Frage stellen. Achso, okay. Welcher Buchstabe beschreibt bei einer Frau den Punkt, der das Lustempfinden steigert? Nein, M ist leider falsch. Der G-Punkt! G-Punkt! Ja. G-Punkt! 2-0. Gut, das kann Orange Morange natürlich auch nicht wissen, weil er noch nie bei einer Frau getroffen hat. Revi Insight. Das war seine Antwort. Wenn du überlegst. Ja, okay. Der Loser-Tanz, ganz wichtig. Alles entscheidet. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie noch die Fortnite-Loser-Dance-Musik angefügt hätten. Schade drum. Missed Opportunity an der Stelle. Komm schon, Georg. Ja. Komm schon. Wie groß ist euer Glied? Boah, mein Glied. Georg! So Unendlichkeit. Ja, so Unendlichkeit. Mein Glied ist viel größer als seins. Was? Also, nicht jetzt. Ah, Georg. Das Ganze macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee, ist aber wirklich groß. Moment. Mir fällt noch eine finale und alles entscheidende Frage ein. Okay. Ich habe folgende Idee zur finalen Entscheidung.
die beiden müssen Ihnen ein Kompliment aussprechen. Und derjenige, der das Bessere ausgesprochen hat, gewinnt das Date mit Ihnen. Also ich. Nein, natürlich nicht. Ich. Okay. Ja, also ich. Okay. Du fängst an. Okay. Also ich finde sie so geil wie ein VIP-Leasing bei Mercedes. AMG, AMG natürlich. Ja gut, Kevin, auch an der Stelle, das wirst du niemals in deinem Leben erreichen. Shoutout dann an meine Position bei Mercedes. Ja, lächerlich, Alter. So, ich zeig dir mal was. Raus, der Mann, sie, ich will die Hand kurz. Sie kennen ja die Hüllen von Rhino Shield und die halten ja alles aus, ne? Diamantspitzhacke in Minecraft, TNT, ja. Ein Heavy Sniper Schuss bei Fortnite in den Kopf mit 382 Damage. Mit so viel macht nämlich ein Heavy Sniper, glaube ich, in den Kopf. Schilden sogar. Und wenn diese Schutzhüllen Augen hätten, ja, dann würden sie bei ihrem Anblick komplett dahinschmelzen. Also. Mega süß, oder? Schwachsinn. Das war schon sehr schön. Faustermann, was soll das? Ich würde gerne auf ein Date mit dir gehen. Oh, ey, mega. Ey, mega. Ach nein. Guckt's euch an, Leute. Guckt's euch an. Können wir jetzt nochmal das Foto machen? Hier? Ja, klar. Naja, ist ja kein Problem. Ist ja von Rhino Shield. Ach nein. Der arme Kevin. Es ist völlig Kevin. Verrückt. Frau Ostermann hat ein Date mit meinem Lieblings-YouTuber. Ich kann's kaum fassen. Zum Glück ist es nicht Orange dein Lieblings-YouTuber. Und das solltet ihr euch alle zu denken geben, meine Freunde. Ich bin der beste YouTuber. Sie weiß einfach gar nicht, was sie will. Ich meine, schau mich doch mal an. Wo ist ihr Problem? Genau, schau dich an. Das ist das Problem, Kevin. Genau, das ist das Problem. Boah, das geht raus an dich, Zukunftsrevi, Alter. Wenn du darauf reagierst, Mann, du bist der Geilste. Du hast dir Frau Ostermann geklärt, ey. Hoffentlich sieht Jody das nur nicht. Ja, nee, also Grüße geht raus an Vergangenheitsrevi. Ich habe mir Frau Ostermann geklärt. Und glaub mir, Leute, es geht spicy weiter. Überraschung! Ich habe eine Überraschung für dich. Achtung. Und zwar, wir haben eine richtig gute Idee. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wollen wir einen Dreier haben? Ach du Kacke. Ach du Kacke, Leute, es geht spannend weiter. Was wird wohl noch mit Frau Ostermann und mir passieren? Was wird mit den Dreien hier passieren, Leute? Das gibt's auf jeden Fall in der nächsten Folge von Krass, lass uns was zu sehen. Wie gesagt, die Reaktion lade ich auf dem Revigen-Kanal hoch. Folgt auf jeden Fall mal rein. Links in der Videobeschreibung. Folgt mir bei Instagram. Schaut auf jeden Fall bei Krass, lass uns vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Arschgeil, mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Beziehungsweise ich. Also Kevin ist natürlich komplett undankbar. Ich an der Stelle bin mega, mega dankbar für diese Opportunity. Und möchte an der Stelle nochmal sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ich in Folge 3 tatsächlich den Hausmeister / die Putzkraft oder irgendeine dauerhafte Rolle spielen würde, also dürfte das, mein Alltag ist ziemlich langweilig, ich bin den ganzen Tag in Fortnite, vielleicht kann ich da nochmal mitspielen, das wäre sehr nice. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst einen Daumen da oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!